Heute, was geht ab, Leutong hier? Heute mit dem Update, Financial Statement Update. Wie viel mache ich jetzt noch? Portfolio Update, paar Sachen geupdatet. Die NFTs, wie viel sie wert sind, die in Solana. Flow Price ist natürlich auch gefallen und so. All dies, das habe ich gerade gemacht. Ausgerechnet, Portfolio ein bisschen geupdatet, ein bisschen gesunken, weil der Flow Price bei den Apes um ein paar Solana gesunken ist. Und ja, heute erfahrt ihr, wie hart im Indie-Modus ich bin. Erstmal eine Runde Gym, Alter. Das schließt diesen Monat. Ich brauche ein neues Gym dann. Wir sind finished, Alter. Ich pack's heim. Auf dem Weg dahin noch Abendessen kaufen und dann quatsch mal ein bisschen über Portfolio, Indie-Modus und so. Es gab Kiwis umsonst im Gym. Oben. Krieg mal hier rein. Sonst denken die Leute im Supermarkt noch, dass ich die geklaut habe. So, ich mache mir erstmal eine Shisha und gönne mir später noch ein paar Manga-Kapitel, die ich in den letzten zwei Wochen verpasst habe. Unter anderem natürlich auch One Piece. Und ich bin natürlich nicht spoilerfrei durchgekommen. Alter, Anime-Onlys, wie macht ihr das, Mann? Wie macht ihr das? Ich bin nur zwei Manga-Kapitel hinten und ich wurde schon zu Tode gespoilert. Und ihr seid 50 Chapter hinten, Mann. Mein Gott, ey. Auf jeden Fall gut gegessen. Ich muss jetzt noch ein bisschen sauber machen. Stell ich mal irgendwo ab und während des Saubermachens, damit wir effektiv sind, können wir noch ein bisschen quatschen. So, seht ihr mich? Sollte passen. Ja, dem Markt geht es nicht so gut. Aber nicht nur dem Kryptomarkt, klar. Besonders dem Kryptomarkt, aber auch anderen Märkten. Die ganze Lage momentan, allgemein Weltlage ist ungewiss. Krieg, Inflation, Zinserhöhung. All dies, das, viele, viele Faktoren. Und ja, Krypto ist stark gesunken. Je nachdem, welchen Coin ihr hattet, bist du komplett tot. Zum Beispiel Terra Luna, komplett weg. Celsius, da gibt es auch ein paar Probleme. Bitcoin ist, glaube ich, 50% down. Also wir sind jetzt bei, jetzt wieder über 20k, also um die 20k. DeFi war über 4 irgendwas Euro. Jetzt ist er bei knapp 1 Euro, also 98 Cent oder sowas. Ist natürlich nicht saftig, ganz und gar nicht saftig. Was heißt das für uns genau? Also ich kann nicht für alle sprechen, die im Kryptomarkt sind, weil es gibt natürlich unterschiedliche Leute. Jeder verfolgt ja eine andere Strategie, es gibt die Trader und so weiter. Und ihr kennt ja unsere Strategie, Crypto Cash Flow. Wir haben unsere DFI, LM, Liquidity Mining, Staking, Freezer. Und das läuft halt weiter, Cashflow ist weiterhin am Start. Währenddessen andere Leute zum Beispiel liquidiert wurden, die haben ihr Geld verloren, die waren in UST, Terra Luna investiert, die haben ihr Geld verloren. Bei uns zum Glück haben wir noch nichts an sich verloren, sondern der Wert ist einfach nur gefallen und jetzt müssen wir die Zeit überstehen. Wie lange das sein wird, weiß keiner. Wie lange es noch weiter runter geht, wann es anfängt seitwärts zu gehen, alles ungewiss. Es kann auch noch weiter droppen. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, wenn es einfach nur noch mal um 50% fällt. Für unsere Cashflow-Strategie an sich ist es sogar gar nicht so relevant, weil Cashflow kommt rein anhand der Coin-Anzahl und nicht des Coin-Wertes in Euro gemessen. Einfach weiterlaufen lassen, Zinseszinseffekt, würde einfach normal reinkicken. Strategie wie damals, wo wir noch nicht davon komplett gelebt haben zum Beispiel, kommt der Cashflow einfach rein, du lässt es weiter laufen, Zinseszinseffekt, Genki Dama weiter laden. Aber dadurch, dass wir jetzt bereits davon leben und auscashen die Rendite, den Cashflow, das sozusagen unser Lohn ist, und wenn der Markt sinkt, fällt und der Preis fällt, fällt sozusagen auch das, was wir auscashen können, unser verfügbares Guthaben sozusagen jeden Monat. Und ja, jetzt habe ich mal nachgerechnet, wie viel ich noch diesen Monat oder allgemein im Monat mache. Mache ich immer noch mehr, als ich Ausgaben habe. Wir gehen gleich rüber zum PC und dann schauen wir uns mal an, wie viele Ausgaben ich habe und wie viele Einnahmen ich noch habe. Aber ja, deswegen der Insi-Modus, weil die Einnahmen sind krass gefallen. Also genau, und jetzt kann ich euch schon mal sagen, es sind unter 10k. Also laut Ron Bilecki oder Bilecki sind wir Geringverdiener. Das, was wir machen, Piste. Aber es reicht noch zum Leben.
müsste noch keinen Job annehmen. Hab aber diesbezüglich natürlich noch ein paar andere Gedanken. Heißt ja nicht einfach nur, okay, mach immer noch mehr als ich ausgebe, ich brauche keinen Job. Aber darüber gehen wir auch gleich noch. Das ist mein erster Bärenmarkt. Ich habe natürlich, war nicht darauf vorbereitet, hat auch viel überrascht, auch Barsch hat es krass überrascht. Natürlich, er geht immer vom Realistischen aus und hat natürlich ein paar Sachen eingeplant, dass das fällt, dass dies, das passieren könnte, aber auch das hat seine, wie sagt man das, kühnsten Erwartungen übertroffen oder sowas. Nee, kühnste Erwartungen übertroffen ist was Positives. Also er hätte niemals damit gerechnet, dass es so hart droppt und so krass nochmal runtergeht. Auch nicht unter 20.000 und sowas. Und das DFI unter 1 Dollar und beziehungsweise 1 Euro geht, hätte er niemals erwartet. Also alles ist schlimmer passiert, als er jemals erwartet hätte. Dementsprechend heißt es jetzt für uns einfach nur überleben. Bei den anderen Jungs ist es ein bisschen schwieriger. Wir haben ja zum Beispiel die zwei krassen Supernova-Jungs aus der Schweiz, die jetzt in Dubai leben. Die Lebenserhaltungskosten natürlich viel krasser als zum Beispiel bei mir. Auch Barisch jetzt. Wollte eine krasse Wohnung. Ich glaube, er wäre 1. Juli eingezogen sogar. Musste er jetzt aufgeben, absagen. Er hätte eine kranke Küche. Also was heißt kranke Küche? Ich weiß nicht, wie krass die ist. Aber eine teure Küche. Extrem teure Küche. Übernommen. Ja, das ist schon bitter. Vor allem stell dir vor, du findest etwas und du investierst deine Zeit darin und glaubst darin und wirklich ist ja sein Leben sozusagen. Und dann zahlt sich das alles aus, es wird alles läuft genauso, wie du es geplant hast, wie du es dir erwartet hast. Auf dem Weg dahin hast du so viele Hater, die nicht an dich glauben, die dich fertig machen, was er alles durchmachen musste. Ja? Und dann zahlt sich es wirklich aus und er kann den Leuten nicht ins Gesicht spucken, aber das ist zu brutal. Aber er kann es halt, weißt schon, so in your face. You doubted me, you know? They doubted me and now they see it. So, kurz davor seine Traumwohnung zu bekommen, weißt, echt crazy. Das macht ja auch was mit dem Ego und mit dem Mental Mindset. Bei mir ist jetzt nicht so schlimm, also ich wohne immer noch in derselben Wohnung im Ghetto von München. Lebenserwartungen, Lebenserhaltungskosten von mir sind jetzt nicht so hoch. Ich muss halt jetzt ein bisschen zurückschrauben. Kein 100 Euro Sushi, kein 35 Euro Wagyu Döner, sondern nur ein normaler 5 Euro Döner und normales Sushi und keine Massagen oder vielleicht nur einmal alle paar Monate Massage. Sowas halt. Aber für die anderen Jungs oder zum Beispiel Barisch halt besonders hart. Von da oben und dann wieder runter und dann kommen die ganzen Leute bestimmt so, hey, so wirklich so schadenfroh und wirklich einfach froh, ihn unten zu sehen, was echt bitter ist. Und dann, was das mit deinem Kopf macht, ich wüsste gar nicht, was das mit meinem Kopf machen würde, diese dreckigen No-Coiners. Ja, für uns heißt es jetzt erstmal überleben, Kosten zurückschrauben und den Bärenmarkt, den Winter überleben, überstehen. So, gehen wir mal meine Finanzen durch. Ausgaben habe ich hier momentan noch drinstehen. 2670 und 2 Cent. Ist irgendwie mehr als erwartet. Ich habe momentan noch für Freizeit 1000 Euro. Freizeit ist alles. Also Freunde treffen, also was ich Kino, auch essen gehen, ist für mich auch Freizeit, Spaß, Hobby. Könnte man auf jeden Fall runterschrauben. Ich habe auch noch unregelmäßige Ausgaben, 250 drin. Und Versicherung. Versicherung wird irgendwie auch immer teurer. Miete stabil, daran kann man nicht meckern, vor allem für München, passt so. Ich könnte, sagen wir mal, gechillt immer noch auf 2000 unterkommen, denke ich mir mal. 2000 im Monat, Ausgaben. Einnahmen habe ich noch, nicht mehr fünfstellig, knapp drunter. Das heißt, ja, ich habe immer noch einen Überschuss von 5000 plus. Es würde mir noch gut gehen, ich weiß nicht, wie es den anderen Jungs so geht mit ihren hohen Ausgaben, weil die schienen ein bisschen mehr Panik. Wenn ich das mir jetzt so betrachte, ist es noch ganz gut. DFI, die Sache ist halt, bei dem jetzigen Preis will man halt nichts verkaufen. Das heißt, die Einnahmen, die jeden Monat reinkommen, sollen auch nicht wieder raus, erstmal für den Preis. Weil man gierig ist und bessere Preise sich erhofft. Klar, wenn der Markt nochmal um 50% crasht oder so, dann wäre es schon gut, jetzt auszucashen und Cash-Reserven aufzubauen. Und dann, wenn es noch weiter crasht, nachkaufen, aber man weiß ja nie.
Aber in der Regel für den Preis will man es eigentlich nicht verkaufen. Das heißt, ich müsste von meinem ersparten Leben, meinem finanziellen Schutzschild, und das für ungewisse Zeit, weil wir wissen ja nicht, wie lange der Markt unten ist oder seitwärts geht. Seitwärts wäre bei dem Preis sogar noch sehr gut, sehr okay für mich. Wie gesagt, er kann auch krass weiter droppen und wir wissen nicht, ob das Monate, Jahre, 2 Jahre sind. Alle denken natürlich, bis zum nächsten Halving ist wieder alles gut oder beim nächsten Halving. Deswegen, wie stark will man sich auf das finanzielle Schutzschild verlassen? Und, also ich sag dir, es hält nicht bis zum nächsten Halving. Außer ich lebe extrem, extrem sparsam. Da kommen so die Gedanken ins Spiel. Wenn ich jetzt arbeiten gehe, dann würde es mein finanzielles Schutzschild entlasten. Nicht nur würde Geld reinkommen, von dem ich dann erstmal leben kann und ich dann von meinen Kryptosachen nichts verkaufen muss oder weniger verkaufen muss. Es würde mich zum Beispiel auch entlasten, ich müsste die Versicherung nicht zahlen, die ich sehe hier echt krass gestiegen ist in letzter Zeit. Das ist echt ein hoher Betrag, man, what the fuck. Weil Arbeitnehmerversicherung würde gezahlt werden, was gar nicht so schlecht ist. Das würde die Zeit, das würde das echt ein bisschen schmackhafter machen. Plus, man hätte die Option dann hoffentlich auf einen Kredit. Nicht, dass ich unbedingt einen haben will oder das 100% jetzt so von mir festgelegt ist, aber allein die Option einfach, dass man ein paar Optionen hat, besser aufgestellt ist für die Zukunft, wenn man jetzt ein bisschen leidet, dass man dann in ein paar Monaten einfach besser aufgestellt ist, mehr Optionen hat, weniger Sorgen, finanzielle Schutzschild ein bisschen dicker, als wenn man es nicht machen würde. So denke ich mir halt. Es gibt so ein Anime, ich glaube, es ist auch ein Isekai, der heißt Overcautiously Hero oder sowas. Der übervorsichtige Hero. Und wer den gesehen hat, ich habe den nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, der weiß, wovon ich rede, sowas in die Richtung. Was ich jetzt machen könnte, ist, ich mache zum Beispiel 1,6 passiven Cashflow mit meinen NFTs. Diese 1,6 kann ich immer auscashen, weil die zu halten juckt mich jetzt nicht so. Die sind sehr volatil. Ich sehe nicht so viel Potenzial in Zukunft wie natürlich in DeFi, DeFi King. Also BTC King, aber DeFi Prince in dem Fall. Und lieber verkaufe ich nicht DeFi und dafür dann das im Fall der Fälle. Das würde noch gehen. Das heißt, ja, ich bin ganz gut aufgestellt. Könnte aber, wenn ich vorsichtig bin, mich besser positionieren, dafür, dass ich jetzt ein paar Monate leide und arbeiten gehe, als wäre das das Schlimmste der Welt. Und hätte dann noch einen Ass im Ärmel in der Hinterhand, und zwar der Kreditmove, Investor Level 4 Moves. So, das ist so meine Lage, mein Gedankengang. Aber ja, Insi-Mode ist nicht so hart, wie wir es so scherzeshalber immer hochspielen. Ist natürlich nicht so saftig wie vor ein paar Monaten noch. Und natürlich lernt man dazu. Man hätte mehr auscashen müssen, wäre das ein bisschen später gekommen, wäre es natürlich besser gewesen, weil wir haben schon angefangen, regelmäßig auszucashen, aber wir waren noch dabei, das Steuerdepot aufzufüllen. Wir waren noch gar nicht an dem Punkt angelangt, wo wir Cash-Reserven auffüllen für Nachkauf-Moves. Das wäre erst später gekommen. Hat Vor- und Nachteile, wäre es später gekommen, hätte Barisch zum Beispiel komplett gefickt, weil dann wäre schon in die neue Wohnung eingezogen, hätte da schon bestimmt ein paar Möbel geholt, die überteure Küche hätte er schon übernommen und dann kommt er da ja auch nicht sofort wieder raus. Er kann ja nicht sagen, hey, ich verdiene nicht mehr genug, ciao, ich gehe raus aus der Wohnung, sondern man hat ja eine Kündigungsfrist und dann müsste er die Miete trotzdem zahlen, auch wenn er das Geld nicht mehr hätte. Also solche Sachen wäre der Crash später gekommen. Also hat auch gute Seiten. Mit dem Überschuss kann ich auch immer noch genug Reisen, klar nicht die überverrücktesten Reisen machen. Ich kann jetzt nicht doch einfach so in die Türkei fahren und mir meine Augen lasern lassen oder da Dubai und UFC-Events und dies, das, was sie alles horten. Aber gute Trips kann man immer noch machen. Zypern war jetzt nicht so teuer, Libanon wäre jetzt nicht so teuer gewesen. Abenteuer ist immer noch drin. Die Frage ist halt nur, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, Standpunkt ist es halt noch möglich. Aber der Markt ist ungewiss. Es kann alles fallen, noch weiter fallen. Und dann ist es halt, dann bin ich halt nicht mehr in dieser Position. Und soll ich jetzt dafür, für diese Möglichkeit lieber jetzt schon vorsorgen und ein bisschen absichern mit diesem Job. Das sind die Fragen, die sich mir so stellen. Das war mein Update, Leute, zum Insi-Modus, zu meinen Finanzen. Mir geht's auch gut. Ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Übersteht den Winter, übersteht den Bärenmarkt. Ich hoffe, ihr habt euch gut positioniert und schiebt keine Panik und wisst, in was ihr investiert habt. Und glaubt an eure Coins, sichere, solide Projekte. Auch da sieht man wieder,
Shitcoins, Altcoins, Hype-Projekte, NFTs machen im Hype, im Bullenmarkt zwar viel mehr als Bitcoin, aber fallen natürlich auch viel mehr. Ich habe eine Menge daraus gelernt und schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Das war's von mir, Leute. Real Talk über meine Finanzen. Ich mache mir ein paar Gedanken die nächsten paar Tage. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert Bitcoin und DeFi, Crypto Cashflow generieren. See you as business und ciao.